Hallo, herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich zeige jetzt mal, wie man Texturen macht. Wie zum Beispiel hier am Betriebshof. Ich habe mal die Map Niederecken genommen. Ja, erstmal hier oben kann man die Größe anzeigen, also machen. Ich suche mal hier einen Platz. Ist immer gut. Also Umkreis. Wir nehmen mal hier die Standard-Kopfstein. Dann drücken wir auf Paint on Layer. Wir haben jetzt mal die Größe 10. Also so ein Radius, 10 Meter Kreis ist das. Kann man hier gedrückt halten. So viel ist klar. Ich wollte hier im Video zeigen, wie man das stellen kann, wie das hier zum Beispiel. Ja, wenn man es wieder wegmachen will, einfach Rubber und Layer und immer den gewünschten nehmen. Da ich jetzt den hier genommen habe, kann ich auch nur mit dem hier das wegmachen. Dann gehe hier rüber, dann passiert nichts. Dann nehme ich den und dann geht das weg. So. Erstmal create new layer. Hier oben Main Texture, das ist die Haupttextur. Texturen. Was nehmen wir hier für mal? Wir nehmen hier Straße, KG-Weg. Und Detailtextur nehmen wir mal. Wasserasphalt. Dann 512 mal 512. Ich glaube, es ist für, mit das schneller geht. Ja, es wird hier feiner dann. Haben wir zum Beispiel so eine Textur. Man sieht, es ist hier ein, ja, falsch. Das ist falsch. Vergrößern. Drei. Das war unser. Ist hier fein eingestellt und jetzt. Also eine Textur. Okay, das sieht nicht so schön aus, aber. Wer möchte, kann das ja machen. Nee, so sieht es zum Beispiel aus. Hier bei Edit Actual Layer können wir den ändern. Machen wir nochmal einen neuen Layer. Dann nehmen wir mal 64 mal 64. Hauptteil ist Asphalt. Zweiten Teil auch wieder Gehweg. Kann man vielleicht Veränderungen sehen? Paint und Layer. Nee, es ist gleich. Aber es geht schnell. Und jetzt verschwindet es ja, wenn man sich hier so neigt. Ja, das war eigentlich, glaube ich, erstmal. Wie man schon hier sieht, das sieht man erst. Also na, verschwindet das nicht. Und hier, wenn man rangeht, verschwindet das langsam. Was kann ich noch hier erzählen? Das war das, was wir gemacht haben. Das mit den 40 mal 64 sieht man, dass es hier grob gröber ist. Also mehr eckig.
Das hier mit Sectional English ist mehr so Kreis. Nicht so riesig, extrem eckig so. Layer, nehmen wir mal ein neues Layer. Haupt ist wieder das da. Dann nehmen wir Kopfstein. Damit 1000. Und wie man sieht, jetzt umso höher das ist, verschwindet das auch mehr. Und wenn es nicht so hoch ist, verschwindet es nicht. Wenn man es neigt. Nehmen wir das neue. Und das ist jetzt ganz fein. Ja, ganz schnell machen, aber und es verschwindet auch. Wappen näher, kann man vielleicht entfernen, einen größeren Radius, größeren. Hier nehmen wir einen kleineren Radius. Auch schneller weg. Das kann ich noch zeigen. Ich kann auch zum Beispiel aus. Eigentlich glaube ich aus alles kaum machen. Kann man Erde nehmen und dann das Gras. Der findet sich mit 60. Paint on Layer. Also das sind zum Beispiel aus. Drop on Layer. So. Ich hoffe, es war wieder hilfreich. Und damit verabschiede ich mich.